Willkommen zurück zu Divinity 2. Ich sag das jetzt nur so abgekürzt, weil der Rest ist mir zu lang. Ist auch egal, wie das heißt, ne? Und hier sind ein paar Leichen, da kannst du deine Quelle Magie-Punkte wieder auffüllen. Sehr gut. Und dann gehen wir hier mal rein und reden mit dem Oberboss hier von den Paladin. Weil ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ihn nur ausgeraubt. Aber davon weiß er nichts. Hoffentlich. Ein Hund, der hat keine Gerüche mehr. Das interessiert mich. Was interessiert mich der Hund? Wir haben auch keine Geister mehr. Das wollte ich nämlich nachprüfen, ob die Geister haben, sonst hätte ich. Geh weg. Geh weg! Na gut, dann nehme ich halt den da hinten. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Hier liegt jemand. Hat Haare dabei gehabt, ich nehme sie mal mit. Ja, kann man immer gebrauchen, falls sie eigentlich nur ausfallen oder so. Genau, falls das Rentenalter eintritt. Oh, warte mal, haben wir schon mit den Geistern geredet? Vielleicht wissen die auch, wo Lord Ahu ist. Ja, hier steht einer. Was für ein Echo. Ach, da oben, den habe ich gar nicht gesehen. Der war hinter der Säule versteckt. The spirit of a half-dressed magister stands before you, fumbling to draw his phantom blade from its sheath. Hey. The spirit manages to draw his sword and utter a challenge, though not one aimed at you. Alarm! Sound the alarm! This paladin's attacking! Where are the whites? Wo sind die Weißen? Ey, das ist ein Rassist. Nee, Dallas ist doch auch einer von diesen Weißen. Ach so. Und der Typ in hier. Okay. Ich dachte gerade, der spielt hier den Kampfmodus, aber steht Unterkünfte. Und den können wir auch nochmal aufsaugen, wenn wir wieder zu wenig haben. Sozusagen. Ja, es hat ja anscheinend gar keine große Bewandtnis hier. Also hier müssen wir hin. Ich glaube, hier ist der Typ, mit dem wir noch nicht geredet haben. For the safety of River, genau, da steht er. All sorcerers to the nearest magister. Nothing, just more magister rubbish. Ey, ich wollte den Besen nicht haben. Langweilig, sag ich. Ja, zu Recht. Schmeiß ihn wieder hin. Du sollst doch keinen Besen mitnehmen. Wer bin ich? Geist von Magister Wainsloh. Scheiße, das Bild ist so schwer. Kann der das tragen? Darf Ivan ein Bild mit 150 Gewicht tragen? Das ist ein bisschen schwer. Ich habe dir was geschickt. Ich habe hier so einen Brief gefunden. Das hat auch das Logbuch verändert. Diese Nachricht ist von einem Magister zum anderen und warnt den Empfänger vor Dallas mächtigen Ratgeber. Triffavr. Ich weiß, dass ihr eure spitze Zunge nur zu gerne zum Einsatz bringt, doch ihr müsst an euch halten. Doch ihr müsst an euch halten. Falls Dallas sich blicken lässt, Punkt. Ihr erinnert euch an Prüdi? Er hatte einen Hang zur Widerrede. So wie ihr. Just more magister rubbish. Psst, das ist laut. Tja, als Dallas das letzte Mal vorbeikam, brachte sie diesen Fredemann mit. Ihr wisst schon, der unheimliche Zeitgenosse, der Alexander unterrichtet. Prüdi konnte seinen Scherze nicht für sich behalten und nannte Fredemann den Halunken des Hammers. Und zwar für alle hörbar. Das war zu viel. Fredemann fauchte,
Fuchtel mit den Händen und Prüdi verbrannte und fand etwas Nützliches unter der Erde, nachdem er gestorben ist. Von innen heraus, bis er in die blauen Flamme stand und schmolz. Er schrie und flehte Dallas um Gnade an, doch sie sah nur mit einem Lächeln zu, bis von ihm nur noch ein Häuflein qualmender... Asche übrig war. Der muss mehr sein als nur ein gewöhnlicher Magierenschärke. Triffafr. Er ist so mächtig, dass er selbst die weißen Magister entsetzten dreinblickten, als er vorbei war. Als es vorbei war. Ich sage euch also, benehmt euch, auf dass Fredemann nicht an euch das nächste Exempel statuiert. Gova. Govia. Aha. Der Magister. Tagebucheintrag. Alter, das hat ja lang gedauert. Vom 15. Tag auch auf 23. Wir haben herausgefunden, dass Fredemanns Grausamkeit und Macht den Magistern wohl bekannt war. Selbst ihr weißen Elite. Wir sollten sehr vorsichtig sein, falls wir uns die ihm je entgegenstellen. Also ist er sehr stark. Also machen wir ihn fertig. Hier laufen Leute rum. Fredemann haben wir schon mal gesehen. Der hat uns doch mit Dallas angegriffen auf dem Schiff. Na. Und hier ist Lord Linda Kelm. Kelm. Nee, Kelm. Ich finde Kelm gut. Oh, ich kann den Stuhl nicht benutzen. Verwenden nicht möglich. Stand gerade mir fett auf dem Bildschirm. Gut, dann spreche ich mal mit Ivan Bestmetz. Dann nicht. Well, if it isn't my better side. I hope we made the right decision. In the long run, mercy can be very costly. Muss kurz husten, Moment. It may have escaped your notice, but we've just taken over an entire Magister barracks and the whole place has to be searched. Well, what is it? Was ist zwischen den Paladin und Magistern vorgefallen? The Whites have betrayed the memory of Lucian in the most heinous manner. We'd had our suspicions, but when Lord Ahu proved their collusion with the Black Ring, it was time to act. We put a stop to their treason. The Order must persist. The Order must endure. The Magisters can no longer have power. Ich muss übrigens auch noch sagen, ich finde das echt geil, dass so viele Leute, oder doch eine Menge, Divinity schauen. Was habt ihr denn gefunden hier? Stay out of Paladin business. Hey, Alter. Das geht jeden was an. We have found little abuse, at least not yet. Perhaps you may have better luck. Genauso überredet man. Mario, das klang voll intelligent. Ey, Alter, das geht jeden was an. Ja. If the Whites were working with the Black Ring, and I believe they were. They were not doing it here. The barracks are clean, as far as we can tell. But White Magister Raymond was here with his people, and of them there is no sign. Der hat auch einen Dialekt drin, ne? Könnte irgendwie aus einem Seefahrer sein. But they must have left a trail. We will find them, wherever they are. Sie fragen, ob sie weiß, wo Dallas sein könnte. Es ist keine sie. Aber gut, das lassen wir mal so stehen. Wo ist Dallas? The Lord Dredd is in the harbor. Of Dallas there's nary a trace. But rest assured, if she is here, we shall find her. And should you hear anything, please do let us know. If the conspiracy with the Black Ring extends as high as the hammer herself, she shall pay the price. I promise you that. Scheint dir auch richtig Spaß gemacht zu haben, einen deiner eigenen Kriege hinzurichten. She disobeyed orders. She knew the consequences. I expect she shall receive justice.
Sie wird dafür wohl bezahlen, das heißt, sie bezahlt sogar noch. Goodbye. Nö, nee, nö, nee, noch nicht. Das hast du erstmal im Buch. Du hast nix. Außer Geld. So, wir haben das letzte Gefecht der Magister. Und zwar relativ kurzfristig. Es kam nämlich relativ schnell. Und zwar neu. Wir haben mit Herrn Glinda Kem gesprochen. Er und seine Paladine haben die Magisterunterkünfte gestürmt und die Magister zur Strecke gebracht. Dann erzählt er uns, dass die Magister das Gedenken an Lucian verraten hätten. Die Paladine verdächtigen ihre Gegenspieler schon lange. Doch erst kürzlich haben sie Beweise von Herrn Ahu erhalten, mit denen sie etwas unternehmen konnten. Die Paladine haben die komplette Unterkunft abgesucht, aber nichts Bedeutendes über den Plan der Magister oder ihr Verhältnis zum Schwarzen Ring gefunden. Kem weiß aber, dass weiße Magister kürzlich hier gewesen sind. Er glaubt, sie müssten einen Hinweis über eine Spur hinterlassen haben. Vielleicht sollten wir uns unterhalten. Unterhalten wir uns einfach, anstatt umzuschauen. So, und jetzt reicht's mir. Wie kann ich die Mausradsteuerung beschleunigen? Es geht mir so auf den Keks. Wie kann ich die Kamera drehen? Am besten noch mit Taste. Mausrad ist doch auch ein Knopf. Ja, ja. Halten und dann kannst du die Maus bewegen und dann. Aber es geht mir zu langsam. Okay, bei mir ist das mega schnell. Ich drücke halt Mausrad gedrückt und das dauert lange. Was? Nee, du hältst gedrückt und dann musst du auch die Maus bewegen. Es ist ganz, ganz hakelig. Ich habe auch eine höhere DPI-Zahl bei mir eingestellt oder beziehungsweise schnellere. Ja, könnte daran liegen, ja. Ja, jetzt ist schneller. Von 4000 auf 600 macht Sinn. Okay, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass er uns irgendwie weiterhilft zu Lord Ahu. Er hat uns nicht weitergeholfen, ne? Nee, dann sage ich dir mal die beiden Logbucheinträge, die ich meine, wo wir noch weitermachen können. Und zwar einmal ist es auch mit hier dem Linda Kem. Und zwar waren wir unten in seinem Tresor oder was auch immer das ist und haben da ein Bild gefunden, das irgendwie komisch ist. Das können wir uns nochmal angucken. Mhm. Und dann haben wir direkt darunter nochmal irgendwie was mit einer Schriftrolle und einer Person, die Cat heißt. Ich weiß aber nicht mehr, wo die ist. Cat ist mir aber auch noch bekannt. War das irgendwie eine, mit der wir geredet haben, um da reinzukommen? Oder also irgendwie eine Diebin oder so? Das ist mir entfallen. Ich weiß es leider nicht. Hey! Das ist der. Jemand zum Hafen. Also, ich glaube, irgendwo da hatten wir Leute getroffen, die. Das ist not. Was? Das ist not. Und dann war er weg. So. Victor Voss. Ist das irgendwie Händler? Ja. Ach, so ein Händler ist er, ja. Nimm's doch mit, hallo, du stehst doch daneben. Hallo, auf den Bierflaschen ist Pfand drauf. Kannst du nicht einfach so liegen lassen. Achso, und das auch. Den Fliegenpilz, ganz wichtig. Da muss man echt aufpassen, ey, dass man nicht hier plötzlich stiehlt. Das gibt's ja auch hier. Ah, Cat ist eine Händlerin. East, City Square. South, City Gates. Wir waren, glaube ich, auch in dem Punkt noch gar nicht hier. Doch. Ja, krass, wir haben die gesamte Insel ja schon erkundet. Das heißt, wir müssen hier weiterkommen. Ja, lass doch mal zum Anwesen von Kem gehen.
Schon wieder? Ja, weil theoretisch soll... Achso, nicht schon wieder, da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Also heute noch nicht, aber schon mal. Ich glaube, da haben wir damals Cat getroffen. Beziehungsweise hier könnte sie wieder sein. Wusstest du, dass Cat ein K hat? Ein K? KitKat? Nee, KitKat. Kennt keiner, das ist eine Marke. Das ist leider. Das sind doch diese Kettenwagen da. Die du diese. Diese Tretwagen. Die du als Kind. Die man als Kind hatte. Hattest einen Wagen, in den du dich reinsetzen kannst. Und das ist mit Kette wie so ein Fahrrad betrieben. Und da kannst du treten und lenken. Das ist ein Cat-Car gewesen. Ah. Ah, ich habe sie gefunden. Hier steht sie. Oder jetzt läuft sie. Wo? Im anderen Raum. Ich sehe nur Türen. So, da steht sie. Im roten da, ja genau. Ich habe ja einen Kern getroffen. Er kommt mir eher vor wie ein Veteran als Antiquar. Oh, he's all blood and battle, all right. Until you show him a Ferodian snuffbox or an ancient imperial fainting couch, then he's as giddy as a cat in a field of catnip. He knows very well I'm the best in the business. Ask me to value his collection personally. Kannst du mir helfen? She shakes her head apologetically. There are only whispers of a vault and quieter whispers still of what it may contain. Da waren wir aber schon drin, ne? Da waren wir drin, ja. Probably. Nur wegen der Kuriositäten. Did you find them? Ich habe etwas bestimmt, woran du interessiert wärst. Then the vault is real. I can't believe it. What did you find? Habe ich das nicht schon verkauft? Do show me. Let's have a long-awaited look. Anscheinend nicht. Ja, was könnte das sein? Spielzeugklotz. Oder das Porträt einer Frau. Ja, was haben wir denn da unten gefunden? Ja, frag sie doch mal, was sie haben wollte. Na, da, vielleicht auch stehen! Ich hab nämlich plötzlich, die lief sofort los, ich krieg da oben auf den Schrank zum Stehlen und da rennt sie weiter und da hab ich den Stuhl dann gerührt. Frag sie doch, was sie haben will, du musst ja, jetzt nicht mit dir handeln. Ja, die wir automatisch handeln. Ich konnte gerade eben bei dir sehen, genau, dass er dich nochmal erinnern soll. The Cup of Kings and the Scroll of Eternity. These are the only treasures I'm after. These are the ones I want you to find. Porträte des Göttlichen. Ich glaube, das habe ich verkauft. Das ist auf dem Schiff. In der Questlogbuch stand was von der Schriftrolle. Hast du die auch schon verkauft? Aber wenn es Quest-Items sind, dann kann man sie nicht verkaufen. Doch. Es gibt doch auch Items, die man Leuten geben soll, die man selber herstellen muss. Warte mal. Did you find them? The Portrait of the Divine. Ich mach mal ein Foto. Doch, die Schriftrolle hast du. These are the ones I want you to find. Sag mal, wie lange brauchst du ein Foto zu machen, du Depp? Schriftrolle habe ich schon? Ja, ja. Habe ich tatsächlich. So, der Kelch der Könige. Ich habe einen Goldkelch. Das ist bestimmt nicht der Königkelch. Nö. Dann habe ich das Porträt einer Frau und einen Mann. Und eine Landschaft. Ja, ist ja gut.
Also theoretisch haben wir alle Sachen schon mal gefunden, aber wahrscheinlich hast du sie verkauft, weil du dich nicht dran erinnert hast. Dann sollten wir wahrscheinlich mal gucken, dass wir die Dinge wieder zurückholen. Oder habe ich den Becher? Ich will mal kurz auf die... Ich geh mal kurz auf die Fürstin da. Weil wenn, dann kann es eigentlich nur da sein. Hä? Also hier wollte ich nicht hin. Ach, halt, der, ich hol's da, soll ich hin. Warte mal, der Junge hat wieder... Der Junge hat außerirdische Seelen für mich. Han, hast du was geholt? Ja, er hat wieder Seelen. Ja, ich möchte wieder... Gib mir mehr Seelen. Hier, gepeinigte Seelen. Das ist mein Seelensammler. So. Wo ist der, den ich alles angeboten, angedreht habe? Der 3000 Löffel von mir gekauft hat. 3000? Das braucht man mit zu viel Löffel, ey. Company, so. Da ist noch ein da. Mal gucken, ob der das noch hat. Rein theoretisch muss er erst noch haben. Ja, die haben zumindest noch die ganzen alten Schilde und so von mir hier. Franklin Hamilton. Glas. Er hat 8 Gläser drin. Namenlos, Blutmagie, Vincent, Baron Judas. Gemälde des Göttlichen. Oh, das ist für 5. Oh, er verkauft es mir günstiger, als ich es ihm verkauft habe. Krass. Ein Gib. Und das Kelch der Könige. Ich hab die hier. Ah, das ist gut. Ich hab sie einfach gekauft. Kann ich die, warte mal, kann ich hier exploiten? So. Gib. Nee, ich hab's teurer wieder abgekauft, aber es war zum Glück nicht so viel. Es war schmerzhaft, nicht schmerzhaft. So, tschüss. Schmerzfrei und sinnlos. Genau, das auf jeden Fall. Na toll. Warum bist du nicht da stehen geblieben? Ich hab ja einen Händler gecheckt. Aber du kannst jetzt porten, ich bin so gut wie da. Ja super, ich bin direkt hinter dir. Ach was. Guck mal, es hat mehrere Sekunden gedauert, bis ich einfach teleportieren kann. Scheiß. Wollte ich nicht. Ja. Upsi. Super. Ja, ich wollte die Folge sowieso beenden. Danke. Vielen Dank fürs Zusehen.